So, willkommen zu einer neuen Challenge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und Kanal Phänomenal legt wieder los. Eine Challenge nach der anderen und jede verrückter als die darauf folgende. Ich habe jetzt schon wieder was gesehen, der hat irgendwie Eier hochgeladen, Eier schälen und essen in einer bestimmten Zeit. Das auch wieder mit Geschicklichkeit gefordert. Aber wir müssen uns erstmal um die letzte kümmern. Da hat er Wackelpudding, 4 Wackelpudding in 10 Minuten probiert, nur mit dem Trinkhalm zu essen. Jetzt habe ich gedacht, okay, der wird das alles schlürfen. Er hat, weil er mit dem Schlürfen nicht weiterkam, an dem Trinkhalm rumsaugen, dann 2 Trinkhalme genommen, doppelt geschlürft und als das auch nicht zum Erfolg geführt hat, einfach mit 2 Trinkhalmen wie Stäbchen den Wackelpudding rausgemacht. Jetzt habe ich immer das Problem, wenn ich eine Challenge von Kanal Phänomenal nachmachen möchte, ich finde nie genau identisch dieselbe Challenge, die er gemacht hat. Es scheitert an den Utensilien, es scheitert an dem Produkt, es scheitert immer an irgendwas, an allem. Jetzt auch wieder. Guckt euch diese Trinkröhrchen an. Diese Trinkröhrchen sind so dünn, da passt nicht mal Wasser durch, nicht mal Saft, gar nichts passt da durch. Und ich schwöre auf alles, damit habe ich schon Unrecht. Ich schwöre auf alles, die Trinkröhrchen, die er hatte, sahen auf jeden Fall etwas dicker aus. Also waren etwas größer, etwas breiter. Das heißt, mit diesen kann ich das nicht machen. Die einzigen anderen Trinkröhrchen, die ich habe, sind die hier. 2 Stück sehen aus wie Leuchtstäbe. Die sind auf jeden Fall etwas dicker. Aber die sind wahrscheinlich wieder zu dick. Das heißt, egal was ich mache, es ist nicht dieselbe Voraussetzung wie bei ihm. Trotzdem packe ich die hier weg. Trotzdem, Adi! Trotzdem nehme ich die jetzt, versuche das damit. Und weil es natürlich grün ist, versuche ich mit dem Grünen auch extra den grünen Wackelpudding zu essen. Ich habe mir geschworen, ich werde es so machen, weil er 2 Stäbchen hatte, nehme ich nur 1. Und weil er dann wie Sushi gegessen hat, werde ich komplett nur mit Saugen probieren. Aber wir haben das nächste Problem. Er hat schön von Müller Wackelpudding gehabt. Jetzt war ich im Rewe. Ich darf ja nicht weiter weg, außer im Rewe einkaufen. Wegen, ihr wisst Bescheid. Es gibt nur Doppeldecker mit Soße. Das heißt, ich habe extra gefragt, ob sie den nicht auch ohne Soße haben. Ich möchte so einen 4er-Pack einfach ohne Soße. Haben sie nicht. Es gibt nur die mit Soße. Ist auch schon wieder anders. Wenn ich den jetzt hier aufmache und alle 4 Dinger ausschlürfen möchte, ne? Hadi Schatz. Oh, ist das schön. Wenn ich die jetzt alle ausschlürfen möchte, dann heißt es wieder, ja, das ist ja fies. Durch die Soße ist dein sehr flüssiger. Und weil da Soße drüber ist, fehlt ja so viel Wackelpudding. Ihr seht, es ist nicht möglich, immer genau die gleichen Voraussetzungen zu schaffen. Auch mit den Donuts. Erst waren meine Donuts zu klein, dann waren meine Donuts zu groß. Die Pizza war einfach viel zu hoch. Auch wenn sie dann den richtigen Durchmesser hatte. Und es ist immer irgendwas anderes, immer passt irgendwas nicht. Aber da das Ganze trotzdem eine Spaß-Challenge ist und sein soll, nehmen wir trotzdem den Waldmeister als Doppeldecker mit Soße. Dafür nehme ich nur 1 Trinkröhrchen und dafür werde ich nicht die Brocken rausschaufeln und essen, sondern wirklich alles versuchen, nur mit Trinkröhrchen zu schlürfen, zu trinken. Ich weiß gar nicht, was sinnvoller ist. Das Abgekantete in den Mund oder das in den Mund. Ich glaube, wir nehmen das untere. Das müsste ja dann... Ihr seht ja, wie es ist. Auf jeden Fall... Och nein, jetzt hat der Adi so lange an dem Papier rumgeschlägt, dass es hinter den Kühlschrank geflogen ist und da hinten jetzt verschimmelt, weil da noch Vanillesoße dran war. Muss ich mir dann mal suchen. Ich würde sagen, wir blenden das Video von Kanal Phänomenal wieder ein. Er hat geguckt, ob er das 4er-Pack in 10 Minuten schafft. Hat dann natürlich auch, wie gesagt, gegessen. Ich mache es nur mit einem Röhrchen, nur mit Schlürfen. Würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Wir fangen an, der Countdown läuft und mal sehen, wie lange ich brauche. Okay, ich probiere es einfach mal raus zusammen. Boah, dann kommt ja gar nichts raus.
Ja, vielleicht zwei nehmen. Und dann schießt es dir voll hinten rein. Ja, die Kopfstörer. Man könnte auch mal versuchen, diese Klippe, die hier so. Kommt so schneller. So, wir haben das erste, wir gehen zum zweiten. War das so schnell? Wie dachte ich? Alles gut. Ja, komm. Es wird alles verstopft und es schießt euch mit einmal in die Luftröhre. Aber lustig ist es. Vielleicht, wenn man da mehr drauf hat. Aha, warte mal. Warte mal. Komm. Komm. Damit. Gut drauf. Komm. Ihr dürft nicht mit einmal so ziehen. Ihr müsst immer so. Klingt behindert, aber das hilft auf jeden Fall. Ich nehme mal das dritte. Super! Ja, sag doch mal, die Zeit von dieser Woche. Nehmen das vierte. Nein, keine Finger. Keine Finger, und wenn es draußen ist, haben wir weg gehabt. Oh shit. Oh. Oh Mann. Oh. Adi, alles gut. Ich erlaube mir mal die Freiheit, jetzt noch ein kleines zu nehmen, um das noch sauber auszuschlürfen, ja? Das ist echt schwer genug. So, muss man das dann noch rauskriegen. Boah.
Boah, da muss man saugen können. Also die Dinger sauber zu bedienen, das ist echt schwer. Das ist echt schwer hier. So. Ich würde sagen, das war's. Alle vier Becher sind leer. Ob das jetzt gerecht ist, ungerecht ist, ob das fair ist, ob das nicht fair ist, das könnt ihr entscheiden. Der Rest geht an Adi auf jeden Fall. Adi, gönn dir. Na? Na? Was ist? Sonst trinkst du auch immer die ganze Wackelpudding. Wie gesagt, das war zu... jetzt hab ich's da reingestellt. Das war zu dünn, das war zu klein. Das war zu dick, das war zu groß. Die könnt ihr hier kombinieren. Ohne Löffeln, nur mit Saugen. Das geht auf jeden Fall auf die Muskeln, auf die Gesichtsmuskeln. Könnt ihr ja mal aus Spaß nachmachen. Beim Geburtstag, so als Party-Gag einfach mal. Jeder nimmt sich ein Trinkröhrchen und saugt. Aber am besten einen Pack für vier Leute, dass jeder nur einen Wackelpudding ausschlürfen muss. Ja. Aber passt trotzdem auf. Wenn ihr so sehr saugt und das mit einmal euch in den Hals schießt, ihr könnt euch verschlucken, ihr könnt ersticken, also macht's am besten doch nicht nach, keine Ahnung. Sollte ein Partygag sein. Ich hab's probiert. Ist mal eine lustige Idee und ich freue mich jetzt schon auf die Eier. Eier schälen, Eier essen, alles als kombiniertes Geschicklichkeitsspiel. Wieder mal sehr coole Idee von Kanal Phänomenal. Grüße gehen raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß trotzdem mit dem Video. Ist ein bisschen pervers, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Adi. Oh, oh, oh ja, 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 Bauch.